Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu Gesundheit im Gespräch. Heute mit dem Thema Eingriffe am Herzen und an den Herzkranzgefäßen. Das Herz ist ja einer unserer wichtigsten Muskel und besonders fleißig. Tag ein, Tag aus arbeitet es, schlägt, ohne dass wir es so wirklich merken und das ganze Leben lang. Das Herz ist nicht von uns abhängig, es ist nicht unserer Willensentscheidung unterworfen, aber es ist natürlich abhängig von dem, was wir machen, ob wir körperlich sehr belastet sind oder ob wir auch seelisch belastet sind, ob wir Schmerzen haben oder ob wir traurig sind. Das merkt man hin und wieder schon am Herzschlag. Aber in der Regel merken wir es nicht, nur wenn das Herz krank ist. Dann wenden wir uns an Experten. Und die Experten sind Ärzte, die sich ganz speziell mit dem Herzen und den Gefäßen beschäftigen, die sogenannten Kardiologen. Und zwei der Kardiologen hier in Kassel habe ich eingeladen. Und die sitzen hinter mir und ich begrüße sie recht herzlich. Das ist zum einen Professor Gradaus, ganz von mir aus hier links außen. Herr Professor Gradaus ist ärztlicher Direktor am Klinikum Kassel. Und ein weiterer Kardiologe ist der Jens Wicke. Er ist, ja, auch ein Applaus für ihn. Er ist niedergelassener Kardiologe und arbeitet in einer Praxis mit mehreren anderen Kardiologen hier in Kassel. Aber wir haben auch noch weitere Fachexperten, die sitzen hier. Das ist die Dagmar Hoffmann und der Horst Kothe. Sie sind beide in der Selbsthilfegruppe Herz und Seele. Ein ganz schöner Name, finde ich. Ja, vielen Dank, liebe Experten, dass Sie gekommen sind und uns hier Rede und Antwort stehen. Ich darf in der Mitte begrüßen den heutigen Moderator und Journalisten, Herrn Peter Ochs. Schön, dass Sie auch da sind. Und darf mich bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, natürlich auch bedanken, dass Sie gekommen sind. Und vorab, damit es hinterher nicht zu viel wird, möchte ich schon auch noch Dankeschön sagen meinem Team, das hier so herrlich vorbereitet hat, wie jedes Mal und das schon seit über 10 Jahren. Und ich darf mich bedanken bei der Firma Clip Media, die diese Sendung wieder aufzeichnet, sodass Sie sie im offenen Kanal am Dienstag, den 13.09. um 18 Uhr sehen können oder am Wochenende schon im Internet unter www.gesundheit-im-gespräch.de. Ferner bedanke ich mich bei der Patenschaftskrankenkasse des heutigen Abends, der IKK Classic und natürlich, wie Sie ja schon sehen, im Einsatz bei den Gebärdensprachlerinnen. Einen habe ich noch vergessen, und zwar den Peter Zeuner. Der sitzt hier so zwischendurch, aber er ist auch jemand, der sich sehr stark engagiert für die Kardiologie, für das Herz. Er ist zuständig für die Herzstiftung, so kann man schon sagen. Und hier auch herzlich willkommen, Herr Zeuner. Ja, damit wir auch jetzt vorankommen, wir haben ja so eine Minute früher angefangen, deshalb habe ich mir erlaubt, ein bisschen länger zu reden, wünsche ich Ihnen jetzt viele gute Erkenntnisse, dass Sie dem Vortrag gut lauschen können und dass Sie sich trauen, ganz zum Schluss auch Ihre Fragen zu stellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Müller. Sie kennen sie alle, unsere Leiterin des Gesundheitsamtes hier in Stadt und Land Kassel. Sie hat diese Reihe ins Leben gerufen vor vielen Jahren und der große Zuspruch heute beweist mir, selbst durch die Sommerpause lassen Sie sich nicht ablenken, hierher zu kommen. Wir mussten wieder die Empore aufmachen. Hervorragend. Bedanke mich für Ihren Besuch, wünsche uns allen viele neue Erkenntnisse. Wenn wir mit dem Vortrag hier oben fertig sind, den Professor Gradaus halten wird und einem Gespräch, das ich mit den übrigen Gästen auf dem Podium führen werde, komme ich in der zweiten Hälfte der Veranstaltung zu Ihnen runter und hoffe auf viele gute Fragen.
Die Gäste auf der Empore sollten dann vielleicht die Gelegenheit, wenn sie eine Frage haben wollen, auch runterkommen, denn mit dem Hochwerfen des Mikrofons ist das ein bisschen schwierig. Und warten Sie bitte mit den Fragen immer, bis ich bei Ihnen bin. Sie haben schon gehört, wird aufgezeichnet, wird im Internet und im offenen Kanal ausgestrahlt. Wenn man Ihre Frage nicht versteht und nur die Antwort, dann ist das ein Ratespiel, aber keine vernünftige Veranstaltung. Also Geduld. Außerdem habe ich gehört, ein Mikrofon ist kaputt. Wir haben nur zwei heute. Wir können nicht so schnell sein. Ich werde mich bemühen, so schnell bei Ihnen zu sein, wie es irgend geht. So, genug der Vorrede. Herr Professor, fangen Sie an. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich muss einmal eben meinen Computer starten. Die Fragestellung heute an mich ist, letztlich einen einführenden Vortrag zu halten, was ist heutzutage mittels Kathetertechnik möglich. Und dazu möchte ich ganz zu Anfang Ihnen so ein paar Begrifflichkeiten nahebringen, was wir heutzutage alles mit Kathetern machen und was wir mit welchen Begriffen meinen. Unter den klassischen Herzkatheteruntersuchungen gibt es letztlich drei einzelne Untersuchungen. Das erste ist der sogenannte kleine Herzkatheter oder der Einschwemmkatheter. Da wird über eine Vene ein Herzkatheter bis in das rechte Herz und die Lungenstrombahn eingeschwemmt. Der fließt also mit dem Blutstrom bis ins Herz. Und man kann den Blutdruck im Herzen und in der Lunge, und zwar im rechten Herz und in der Lunge, messen. Den Katheter, den die meisten unter dem Herzkatheter verstehen, ist der sogenannte große Herzkatheter. Bei dem wird über eine Schlagader ein Katheter vorgeführt zu den Herzkranzgefäßen und die Herzkranzgefäße mit Kontrastmittel dargestellt, das ist die sogenannte Koronarangiografie. Und häufig im Rahmen derselben Untersuchung stellen wir auch die pumpende linke Herzkammer dar, das ist die sogenannte Levokardiografie. Der dritte Teil ist dann die Katheterintervention. Früher nannte man sie nur PTCA, das ist eigentlich die Ballonaufdehnung, aber seit 1992 stehen uns ja auch die Stents zur Verfügung. Und deshalb nennt sich das heutzutage PCI, perkutane Katheterintervention. Das ist letztlich der Kathetereingriff. Jetzt hat sich aber in den letzten Jahren vieles weiterentwickelt. Ganz wesentlich weiterentwickelt haben sich die Kathetereingriffe bei Herzklappenerkrankungen, also nicht bei Durchblutungsstörungen des Herzens, sondern wenn Herzklappenerkrankungen bestehen. Vor allem die Aortenklappe ist im Alter die Klappe, die am häufigsten erkrankt und zu einer Einengung führt, sodass das Blut aus der Herzkammer nicht mehr in die Körperschlagader gepumpt werden kann. Die zweithäufigste ist die Mitralklappenerkrankung. Die Mitralklappe wird nicht zu eng, die Mitralklappe wird undicht, eine sogenannte Mitralklappeninsuffizienz. Weitere Eingriffe finden statt, wenn Herzscheidewände im Vorhof oder auf der Kammerebene undicht sind oder aber wenn man bei Patienten, die Vorhofflimmern haben, einen sogenannten Vorhofohr-Okkluder implantieren will. Das sind Okkludersysteme. Der dritte große Bereich von Herzkathetern, die wir heutzutage durchführen, sind die elektrischen Herzkatheter, die Elektrophysiologie. Dabei wird beim Herzen die Elektrik des Herzens untersucht und Rhythmusstörungen, die nicht auftreten sollen, verödet, entweder über Hochfrequenzstrom, das heißt die Katheterspitze wird erhitzt, oder durch Kryo, und Kryo ist Kälte. Und damit kann man verschiedene Rhythmusstörungen beenden und damit die Patienten von diesen Rhythmusstörungen heilen. Zusätzlich gibt es heutzutage bei Schrittmachersystemen auch Schrittmacher, die man nicht nur hier oben einsetzt, wie einen konventionellen Herzschrittmacher, sondern auch kathetergestützte Schrittmacherimplantationen sind heutzutage auf dem Weg der Entwicklung. Ganz zu Anfang möchte ich mit Ihnen die normale Herzkatheteruntersuchung durchgehen und Ihnen erklären, wie die letztendlich durchgeführt wird. Bei der konventionellen Herzkatheteruntersuchung, dem großen Herzkatheter, suchen wir uns die Armschlagader oder die Schlagader in der Leiste und legen dort eine sogenannte Schleuse ein. Die Schleuse ist nichts anderes als ein kleiner Plastikschlauch mit einem Rückschlagventil, dass wir darüber die Katheter wechseln können, ohne dass es blutet, und führen dann über die Schlagader den Katheter vor bis zum Herzen. Hier ist das einmal dargestellt. Hier sehen Sie eine schematische Darstellung des Herzens mit der rechten Kranzarterie, der linken Kranzarterie mit dem Vorderwand- und dem Seitenwandgefäß. Und so sieht das dann in der Herzkatheteruntersuchung aus. Hier ist der Katheter im Eingang des Gefäßes und wir stellen dann mit Kontrastmittel die Gefäße dar und können so sehen, wie das Blut durch die Herzkranzgefäße fließt und können feststellen, ob es Einengungen, sogenannte Stenosen, gibt.
Danach stellen wir die linke Herzkammer häufig mit dar, um zu sehen, wie gut das Herz pumpt. Und hier sehen Sie, wie sich das Herz bei jedem Schlag zusammenzieht und danach wieder ausdehnt und dann wieder sich zusammenzieht. Dann können wir eben sehr gut feststellen, wie gut pumpt das Herz als Ganzes, aber auch gibt es Regionen, wo das Herz nicht gut schlägt, wo zum Beispiel schon ein Vorderwand- oder ein Hinterwandinfarkt abgelaufen ist. Das, was wir dann eben häufig feststellen, wenn die Patienten zu uns kommen mit typischen Beschwerden, dass die Patienten eine Einengung in einem Gefäß haben. Und hier sieht man das sehr schön, hier so breit ist das Gefäß normalerweise und dann sehen Sie hier oder auch auf dem seitlichen Bild, wie eng das hier oben ist. Und da können Sie sich vorstellen, dass durch diese Engstelle nicht mehr genug Blut fließt und dadurch der Herzmuskel nicht mehr mit genug Blut versorgt wird. Das, was wir dann machen, ist über einen dünnen Draht, den wir steuern können, einen Ballon vorführen. Dieser Ballon wird dann aufgedehnt und weitet das Gefäß. Setzt man nur einen Ballon ein, besteht die Gefahr, dass diese Stelle wieder eng wird und zusammenschnurrt, sodass wir im zweiten Schritt dann hier einen Stent vorführen. Ein Stent müssen Sie sich vorstellen wie ein Maschendrahtsystem, der zusammengefaltet auf dem Ballon liegt. Und diesen Ballon dehnen wir dann auf und dann hält dieser Stent das offen. Hier ist nochmal so ein Stent auf dem Ballon dargestellt. Wenn der Ballon aufgeblasen ist, dann sieht man diese Stentstreben, die dann das Gefäß an dieser Stelle offen halten. Und hier ist die Untersuchung mal fortgesetzt. Das Bild hatten Sie gerade gesehen. Hier oben ist die Engstelle. Dann führen wir erst die Ballonaufdehnung durch. Danach sieht man, ist das Gefäß schon relativ weit, aber Sie sehen, dass das hier noch so eine Macke drin hat. Da sind auch so noch Aufhellungen drin. Da ist eine sogenannte Gefäßdissektion drin. Und im nächsten Schritt setzen wir dann diesen Stent hier ein und danach ist das Gefäß komplett offen und das Blut kann wieder gut fließen. Das ist letztendlich die konventionelle Katheterintervention mit Stentimplantation. Ganz wichtig ist das beim akuten Herzinfarkt. Da sind wir als Kardiologen in dem Moment lebensrettend, weil wenn das Gefäß zubleibt, und hier sehen Sie ein EKG, wo ein Gefäß verschlossen ist, wo die EKG-Linien sich deutlich verschoben haben, und wenn Sie sich den Katheterfilm dann ansehen, dann sehen Sie, das Gefäß ist ganz oben am Beginn verschlossen. Wenn ein solches Gefäß verschlossen ist, kann der Herzmuskel dahinter nicht mehr mit Blut versorgt werden. Und dann kann es zum einen zu lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen, dem sogenannten plötzlichen Herztod, aber auch das Herzmuskelgewebe stirbt dahinter ab. Und da sich der Herzmuskel nicht erholen kann, also nicht regenerieren kann, die Herzmuskeln können sich nicht mehr teilen, entsteht daraus eine Herzschwäche. Das, was wir dann machen, ist hier die Ballonaufdehnung. Hier sehen Sie, wie der Ballon dann aufgedehnt ist. Und nachdem der aufgedehnt ist, stellt sich halt das komplette Gefäß wieder dar. Und der Herzmuskel wird wieder mit Blut versorgt und in dem Moment ist die Situation stabilisiert. Ganz wichtig, ich hoffe, Sie können das erkennen. Links ist der Patient, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Hier sehen Sie die linke Herzkammer und da sehen Sie, dass hier unten vielleicht so der Herzmuskel nicht ganz so gut zieht, aber im Ganzen pumpt das Herz eigentlich noch ganz gut. Das heißt, in dieser Situation waren wir schnell genug. Auf der anderen Seite sehen Sie einen Patienten, ist bei dem Licht schwierig zu sehen, wo kein Herzkatheter durchgeführt worden ist beim akuten Herzinfarkt. Und was man eben sieht, dass das Herz in der Anspannungsphase und in der Entspannungsphase fast genauso groß ist. Das heißt, das Herz pumpt kaum noch. Die gesamte Vorderwand hier ist durch den Herzinfarkt lahmgelegt und kann nicht mehr arbeiten. Die Herzmuskelgewebe sind dort abgestorben. Der Rest des Herzens ist mit der Arbeit überfordert gewesen. Die restlichen Herzmuskelzellen sind immer müder geworden. Und das ist natürlich eine Situation, wo dann daraus eine schwere Herzschwäche resultiert für den Patienten, bis hin eben, dass im weiteren Zustand auch das Herz versagen kann. Wir können aber heutzutage nicht nur in der akuten Situation oder bei stabilen Stenosen mit dem Katheter arbeiten, was seit Mitte des letzten Jahrzehnts möglich ist, zumindest gelingt das bei 70% in erfahrenen Zentren, sind chronisch verschlossene Gefäße zu eröffnen. Normalerweise müssen wir als erstes ja einen dünnen Draht vorführen, über den wir den Ballon hinterherführen. Dafür müssen wir aber diesen dünnen, weichen Draht vorführen können. Ist ein Gefäß komplett verschlossen über Jahre, dann wird das auch kalkhart und dann wird das sehr, sehr schwierig, diese Gefäße wieder zu eröffnen. Und heutzutage gibt es bestimmte Drähte und Mikrokatheter, die wir dann ineinander geschachtelt vorführen. Und hier sehen Sie einen Film, wo die linke Herzkranzarterie in Ordnung ist, aber, ich hoffe, die Filme laufen, die rechte Herzkranzarterie ist hier und darunter verschlossen. Das Blut kann nicht runterfließen.
Der Herzmuskel dahinter arbeitet aber noch, weil dieses Gefäß langsam zugegangen ist und nicht wie beim akuten Herzinfarkt plötzlich zugegangen ist und sich Umgehungskreisläufe gebildet haben. Und mit besonderen Techniken und Drähten schaffen wir es jetzt hier, diese Verschlussstellen zu 70-80% zu passieren und dann über Mikrokatheter weitere Drähte einzuführen, um dann eine konventionelle Aufdehnung durchzuführen. Ganz wichtig ist, dass wir immer über die Gegenseite uns darstellen, ob wir mit den dünnen Drähten tatsächlich im richtigen Lumen, das heißt im wahren Gefäß, verblieben sind. Und dann schaffen wir es, nachdem wir den Draht passiert haben und dann Ballonaufdehnung gemacht haben, dass das Gefäß sich erst etwas darstellt. Und danach, nachdem wir dann auch Stents implantiert haben, hier sehen Sie einen Stent im unteren Teil und hier im mittleren Teil des Gefäßes, dass sich danach das Gefäß komplett wieder darstellt und der Herzmuskel überall mit Blut versorgt wird. Und wir wissen heutzutage, dass Patienten, die eine, wir nennen das komplette Revaskularisation haben, also wo alle Gefäße wieder mit Blut versorgt werden und alle Regionen eine bessere Lebenserwartung haben als Patienten, bei denen ein Gefäß verschlossen ist und eine Region nicht ausreichend mit Blut versorgt wird. Teilweise ist es aber auch so hart, das Gewebe, dass wir dort mit einem normalen Ballonkatheter nicht vorwärts kommen. Und da nutzen wir die sogenannte Rotablation. Das funktioniert ähnlich wie beim Zahnarzt. Zu Anfang müssen wir das gleiche Problem wieder überwinden, nämlich mit einem dünnen Draht durch das verkalkte Gefäß durchkommen. Und dann legen wir über einen Austauschkatheter einen bestimmten Draht ein. Und darüber können wir dann einen Bohrkopf vorführen. Dieser Bohrkopf dreht sich mit 320.000 Umdrehungen in der Minute, also sehr, sehr schnell, ist diamantenbestichtet. Und damit bohren wir letztendlich die Kalkschalen auf, sodass sich das Gefäß danach wieder öffnet darstellt und wir dann in üblicher Art und Weise wieder mit Ballonkathetern und Stents arbeiten können, sodass wir nachher auch wieder ein komplett wiedereröffnetes Gefäß haben, was den Herzmuskel mit Blut versorgen kann. Das sind die Untersuchungen, die ich Ihnen zeigen wollte im Bereich der konventionellen Katheterintervention, also im Bereich des akuten Herzinfarktes oder wenn Sie eine stabile Angina pectoris Symptomatik haben, was aber auch heutzutage technisch möglich ist mit feinen Drähten, Rotablationskathetern. Das, was als zweites in den letzten 5 Jahren sich entwickelt hat, sind die Eingriffe mittels Herzkatheter bei Herzklappenerkrankungen. Eine Sache, die man sich vor 10 Jahren hat gar nicht vorstellen können, dass man Herzklappen so klein falten kann, dass man sie mit dem Katheter vorführen kann. Die beiden wichtigsten Klappen ist zum einen hier die Aortenklappe, die sitzt zwischen der pumpenden Herzkammer und der Körperschlagader. Und die zweitwichtigste ist die Mitralklappe, die zwischen dem Vorhof, da kommt das Blut aus der Lunge her, und der Herzkammer sitzt. Und die häufigsten Klappenerkrankungen des Menschen ist zu 40% die Einengung der Aortenklappe und ungefähr zu 25-30% die relevante Undichtigkeit der Mitralklappe, sodass sich natürlich die Technik auf diese beiden Klappenerkrankungen fokussiert hat. Die häufigste Ursache für die Einengung der Aortenklappe ist eigentlich ein Verschleiß. Diese Klappe muss permanent einen Druck aushalten von ungefähr 1,50 Meter Wassersäule. Das entspricht nämlich den 120 mm Hg Blutdruck. Und darunter kann es über die vielen, vielen Jahre zu einem Verschleiß kommen. Das kann man teilweise schon im EKG sehen. Das wichtigste Diagnostikum ist aber die Ultraschalluntersuchung, wo man feststellen kann, wie sehr das Blut über die zu enge Klappe beschleunigt wird. Im Herzkatheter kann man das dann messen. Hier sehen Sie den Blutdruck in der linken Herzkammer vor der Herzklappe und hier sehen Sie den Blutdruck in der Körperschlagader hinter der Herzklappe und Sie sehen, dass der Gradient, also der Druckunterschied zwischen dem linken Herzkammer und der Körperschlagader hier ungefähr 80 mm Hg darstellt. Das heißt, in der Herzkammer muss permanent ungefähr eine Wassersäule von 2,50 Meter bis 3 Meter herrschen, damit hinter der Klappe eine Wassersäule von ungefähr 1,20 Meter besteht. Und dadurch, dass das Herz Tag und Nacht zu viel arbeiten muss, wird das Herz geschädigt. Es gibt 3 Möglichkeiten heutzutage, die Herzklappe mit dem Katheter zu ersetzen. Die wichtigste ist letztlich die Situation, dass man die Herzklappe über die Beinschlagader, die Körperschlagader ersetzt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das durch die Herzspitze in Kombination mit den Herzchirurgen zusammen macht oder direkt über die Körperschlagader. Das Wichtigste sicherlich in 90% ist ganz links über die Beinschlagader die Herzklappe zu ersetzen. Und ich habe Ihnen das jetzt mal als Film hier dargestellt, schematisch. Das heißt, man geht unten über die Beinschlagader mit dem Draht hoch.
Mit diesem Draht geht man über die viel zu enge Herzklappe hinüber und über den Draht führt man, wie beim konventionellen Herzkatheter, auch einen Ballonkatheter, nur dass der in diesem Fall natürlich sehr viel größer ist, weil er nicht in den Herzkranzgefäßen eingesetzt wird, sondern um die Klappe hier zu sprengen, und dann führen wir als erstes eine Klappensprengung durch. Wenn man das mit dem Ballonkatheter gemacht hat, dann ist die Klappe etwas weiter, aber die Klappe wird wieder in den nächsten 3 bis 4 Monaten ganz schnell sehr eng werden, wenn man in dieser Situation die Klappe nicht ersetzt, sodass man dann im zweiten Schritt halt eine sehr klein gefaltete Klappe über einen Katheter vorbringt. Da muss man die Klappe dann in der Körperschlagader einen Ballon drunter positionieren, damit man diese Klappe dann an der richtigen Stelle aufblasen kann. Das passiert hier gerade. Und dann führt man über diesen dünnen Draht die aufgefaltete Herzklappe in die richtige Position, zieht den Stützkatheter etwas zurück und bläst dann den unter die Klappe eingefädelten Ballon auf und öffnet dadurch die Herzklappe, das sehen Sie in diesem Fall, lässt danach den Ballon wieder ab und die neue Klappe bleibt in der Aortenposition bestehen. Und das ist heutzutage ein ganz tolles Verfahren geworden. Wenn Sie sich vorstellen, wir führen das regelmäßig durch und man kann die Herzklappe in lokaler Betäubung ersetzen. Das heißt, hierfür braucht man nicht mal mehr eine Vollnarkose, sondern das wird in örtlicher Betäubung durchgeführt. Hier sehen Sie das jetzt mal im wahren Leben, wie es im Herzkatheterlabor aussieht. Wir stellen uns erst hier unten die Beingefäße dar. Nachdem wir die Beingefäße dargestellt haben, setzen wir da ein sogenanntes Verschlusssystem ein, damit wir nachher das Beingefäß wieder verschließen können. Das ist ein Faden- und Nadelsystem, sodass wir dafür auch keinen Chirurgen brauchen. Als nächstes stellen wir uns die Klappe selber dar und führen dann hier die Ballonsprengung der Klappe durch. Das heißt, hier wird der Ballonkatheter aufgeblasen und dadurch wird die Klappe gesprengt. Als nächstes wird dann hier, sehen Sie das, dieser dicke Katheter vorgeführt, auf dem über den die Herzklappe vorgeführt wird. Ja, leider sieht man die Bilder nicht so gut. Hier sieht man jetzt, wie die Herzklappe über die Körperschlagader vorgeführt wird. Hier sehen Sie es jetzt im oberen Teil etwas besser. Der nächste Schritt ist dann, dass die Klappe hier in der Position, wo sie eröffnet werden soll, aufgeblasen wird. Und Sie sehen jetzt gleich, dass die Klappe aufgehen wird. Jetzt ist der Ballonkatheter darunter in Öffnungsposition, die Klappe wird aufgedehnt. Und danach sitzt die neue Klappe in der Aortenposition und die Untersuchung kann beendet werden. Gibt es verschiedene Klappentypen? Die zweite Klappe, die wir einsetzen, ist eine Klappe, die sich selber aufdehnt, also die man nicht mit dem Ballon aufdehnen muss, sondern die sich selber aufdehnt. Das liegt daran, dass diese Klappe hier aus Nitinol ist. Ich gehe mal über die ersten Punkte etwas schneller hinweg, weil die gleich sind. Was Sie dann sehen, ist, dass diese Herzklappe ist in einem Katheter ganz eng eingefalten. Und in dem Moment, wo wir den Katheter zurückziehen, sehen Sie, dass die Klappe sich wie eine Tulpe öffnet und immer größer wird, je weiter wir den Katheter zurückziehen und letztendlich dann hier als neue Herzklappe, die ist etwas länger von der Konstruktion her, an der Position sitzt, wo die alte Herzklappe gesessen hat. Hier in der Mitte ist so ein Stück, das ist so ein bisschen tailliert. Da ist die Situation, wo dann das Blut weiterhin zu den Herzkranzgefäßen fließen kann. Beide Klappentypen haben ihre Vor- und ihre Nachteile, deshalb sollte man immer 2 verschiedene Systeme im Angebot haben, die selbstexpandierbare und eine ballonexpandierbare. Sodass danach, hier ist der Druckunterschied nochmal dargestellt, wie er vorher war und hier ist er, wie er nachher ist, wir sehr schön diese Klappenerkrankung mit dem Katheter heutzutage behandeln können. Die nächste Klappenerkrankung ist die Mitralklappenundichtigkeit. Hier ist die Situation, dass das Blut normalerweise reinfließt und wie die Herzkammer sich kontrahiert, soll das Blut nicht mehr zurückfließen. Und diese Klappe ist häufig undicht. Das liegt entweder daran, dass die einzelnen Teile der Klappe nicht mehr funktionieren oder aber nach einem großen Herzinfarkt, dass der Herzmuskel nicht mehr funktioniert. Das ist die sogenannte sekundäre Herzklappen- oder Mitralklappeninsuffizienz. Und hier sehen Sie das in Farbe dargestellt, wie hier so ein riesiger gelber Jet zurückfließt nach oben, und wenn natürlich das Herz eine undichte Klappe hat, pendelt das Blut hin und her und das Herz muss arbeiten und muss arbeiten, aber das Blut wird nicht ausreichend vorwärts transportiert. Und auch hier gibt es
neben der chirurgischen Variante heutzutage auch eine kathetergestützte Variante, das sogenannte Mitral Clipping, das wir auch durchführen. Auch dazu habe ich Ihnen einen Film mitgebracht, damit Sie eine Vorstellung haben. Und damit möchte ich es dann auch gut gewesen sein lassen und die anderen technischen Sachen wie die Elektrophysiologie für später hinter anstellen. Hier sehen Sie das auch, wie diese Klappe undicht ist und das Blut zurückfließt. Und dafür gibt es eine relativ komplexe Apparatur mit lauter Rädchen, mit der wir das System steuern können und führen können. Hier vorne ist der Clip. Und normalerweise geht man bei diesem System nicht über die Schlagader vor, sondern über die Vene. Mit der Vene gehen wir vor bis ins rechte Herz, durchstoßen dann die Herzscheidewand, um dann in das linke Herz rüberzukommen, führen dann einen dicken Katheter in den linken Vorhof ein. Und über diesen dicken Katheter kommt dann der sogenannte Clip, der an einem steuerbaren Katheter ist, vor. Der Clip ist erst eingefalten, wird dann ausgerichtet in die Richtung auf die Mitralklappe, die undicht ist. Dann wird als nächstes dieser Clip eröffnet, nachdem er in der richtigen Position zur Mitralklappe steht. Das passiert jetzt hier. Und dann gucken wir uns das im Ultraschall genau an, dass der im rechten Winkel zu der Klappenspalte ist. Den können wir also auch steuern. Alles über diese Rädchen, die da hinten an dem Apparat dran sind, führen dann den Clip über die undichte Klappe vor bis in die Herzkammer und versuchen dann, und das ist der schwierige Teil, die Segel mit den beiden hier Armen aufzufangen. Und wie hier beim ersten Beispiel dargestellt, funktioniert das nicht immer sofort, sondern manchmal dauert das relativ lange und erfordert viel Geduld und Fingerspitzengefühl, bis man wirklich beide Segel der Klappe aufgefangen hat und dann letztlich wie mit einer Wäscherklammer das Ganze einfangen kann. Und wenn man das Ganze gemacht hat, kann man danach den Clip von dem Führungskatheter lösen und dadurch die Klappenbehandlung erfolgreich beenden. Das kommt als nächster Schritt, dann wird das losgelöst und dann kann man das zurückziehen. Ich zeige Ihnen jetzt nicht, da sind wir, wie war das Kathetern und hier sehen Sie die ganze Apparatur, wie man das letztlich macht. Das ist dieser Apparat, mit dem wir das Ganze steuern. Hier sind lauter Drehknöpfe, wo wir die nach posterior, also nach hinten und anterior nach vorne steuern können, nach lateral oder nach medial, sodass wir genau den Clip einrichten können, wohin der Clip gesteuert werden muss. Und vielleicht sieht man es, Moment. Hier ist so eine Situation, wie man das dann im Ultraschall sieht während der Prozedur selber. Hier sehen Sie die Klappe, die hier und hier die beiden Segel hat. Dann wird hier der Clip vorgeführt bis in die linke Herzkammer, hier parallel mit Farbe dargestellt. Und dann ziehen wir jetzt gleich hier den Clip zurück, dass sich möglichst beide Segel auf diesen Ärmchen auflagern, wie man das jetzt hier sieht. Und dann werden wir versuchen, gleich den Clip zu schließen. Dann wird aus diesem Dreieck nur noch so eine Gerade und Sie sehen, dass sich jetzt hier rechts und links die Segel nicht mehr so richtig frei bewegen können. Und dadurch schaffen wir es, diese Klappe abzudichten. Und zum Schluss wird dann hier dieser Clip, das ist hier eine Sonde, die wir von der Schluckechokardiographie, die wir brauchen. Und zum Schluss wird dann halt dieser Clip von dem Katheter gelöst und dann ist letztlich diese Prozedur beendet. All dies sind neue Verfahren, die sich in den letzten 5 bis 10 Jahren entwickelt haben. Durch die Miniaturisierung ist das möglich geworden, durch neue Werkstoffe wie das Nitinol, sodass wir letztlich immer weniger invasiv sein müssen, um heutzutage viele, viele Sachen gut und kompetent behandeln zu können. Wobei ganz wichtig ist, dass dieses immer in Diskussion und Absprache mit dem Herzchirurgen erfolgt, denn der Herzchirurg ist letztlich der wichtigste Partner für uns. In vielen Bereichen ist der Herzchirurg besser, in anderen Bereichen sind wir besser. Das heißt, man muss individuell und ganz gezielt den Patienten gemeinsam besprechen, sodass man jeweils die Stärken und Schwächen einer Methode, Operation oder katheterinterventionelles Verfahren individuell an die Problematik des Patienten, an das Alter des Patienten und an die Begleiterkrankung des Patienten anpassen kann, um so wirklich für den individuellen Patienten die beste Therapieoption anbieten zu können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Professor. Kommen Sie bitte wieder zu uns. Nehmen Sie das Mikro gleich mit, denn jetzt werden sich natürlich gleich ein paar Fragen anschließen.
In mir ist der alte Heimwerker erwacht. Ich habe gehört, Bohrkopf, 320.000 Umdrehungen. Wie klein ist der denn? Der ist letztlich vorne nur 1,5 mm Durchmesser und ist wie ein Bohrkopf mit Dynamit beschichtet, Dynamit-Raspeln. Dynamit oder? Was die Damen am Finger tragen. Ja, genau. Diamant, Entschuldigung. Ja, Dynamit, warum nicht? Ne? Wollen wir doch nicht hoffen. Nee. Also ich fand Ihren Vortrag sehr erhellend, weil diese Techniken sind ja doch wohl sehr neu. Und so genau im Einzelnen habe ich das auch noch nie gesehen. Ich glaube auch noch niemand hier im Saal. Das ist eine tolle Arbeit, die Sie da leisten und leisten können, dank der technischen Fortschritte, die gemacht werden. Auf der anderen Seite habe ich heute gelesen, in Deutschland macht man mehr Katheteruntersuchungen als irgendwo sonst auf der Welt. In München, glaube ich, mehr als in der Schweiz. Ist das ein Zeichen des technischen Fortschritts oder ist das ein Zeichen, dass da viel Geld zu holen ist? Also es ist eine ganz schwierige Diskussion, muss man sagen. Zum einen ist es so, dass wir tatsächlich erst in den letzten 15 bis 20 Jahren geschafft haben, die Lebenserwartung in Deutschland um ungefähr 7 Jahre bei Frauen und 8 Jahre bei Männern zu erhöhen. Und das geht zu 70% auf die Kardiovaskularmedizin zurück, insbesondere auf die schnelle Behandlung des Herzinfarkts, aber auch des Schlaganfalls, aber auch die Behandlung der Herzschwäche, sodass viele andere Nationen so ein bisschen die Zahlen von Jahr zu Jahr steigern. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass natürlich in dem Bereich Gesundheit auch Geld verdient wird. Und damit muss man sicherlich kritisch umgehen. Und es ist richtig, dass in bestimmten Regionen, gerade in den Ballungsräumen, durch die Konkurrenzsituation zu viel kathetert wird, unnötig kathetert wird. Das ist sicherlich auch korrekt. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, durch die Katheteruntersuchungen sind viele Operationen weggefallen, wo man vorher zum Messer gegriffen hätte. Das ist auch richtig. Das heißt, der Katheter ersetzt häufig schon in vielen Bereichen herzchirurgische Eingriffe. Aber es ist gar nicht mal so unbedingt die Zahl der Herzkathetereingriffe, die so extrem hoch ist, sondern es sind häufig auch eben die diagnostischen Katheter, die nicht immer unbedingt notwendig sind, die die Zahlen so hoch treiben. Gerade eben in München, in Hamburg. Das sind so Bereiche, wo sicherlich zu viel kathetert wird. Sowas wird mit den Patienten im Vorfeld natürlich vom Arzt sehr genau besprochen. Bloß, welche Chance habe ich, wenn ich mit dem Fachmann über irgend sowas diskutiere? Ich hoffe, dass er das Richtige macht und vertraue ihm voll. Und da bin ich beim nächsten Fachmann gleich. Herr Dr. Wicke, Sie sind ja der erste Ansprechpartner für Patienten, die Herzschmerzen haben. Und wenn das nicht gerade von der Liebe kommt, sondern vom Organ selbst, geht man zu Ihnen. Was sind die ersten Beschwerden? Die Leute können sich ja oft ganz schlecht ausdrücken aus der Sicht des Mediziners in der Beschreibung der Befindlichkeiten. Also zunächst einmal, häufig ist der Hausarzt noch der vorherige Ansprechpartner. Der vorherige Ansprechpartner, der erste Ansprechpartner, wenn es unklar ist, werden die Patienten dann zu uns überwiesen. Die Beschwerden, die sich bei uns in der Praxis vorstellen, differieren zum einen mit Brustbeschwerden. Das sind eigentlich die Hauptbeschwerden und unsere Aufgabe ist es dann, relativ rasch herauszubekommen, ist das was Ernstes, was prognostisch Relevantes oder kommt es eben nicht vom Herzen. Da muss man natürlich differenzieren, wie Herr Rathaus das eindrucksvoll gezeigt hat, erstmal ob eine akut lebensbedrohliche Erkrankung wie der Herzinfarkt vorliegt. Wenn so etwas vorliegt, muss natürlich eine sofortige stationäre Einweisung erfolgen, damit das Herzkranzgefäß in kürzester Zeit wieder eröffnet werden kann, um Herzmuskel zu retten. Und das andere sind chronische Formen, also die chronische koronare Herzerkrankung, wie wir es auch eben sehr schön gesehen haben. Natürlich sind viele Beschwerden auch vertebragen, kommen vom Knochen oder vom Brustbein und sind nicht kardial. Und das ist unsere Aufgabe, dies im Vorfeld herauszubekommen und entsprechende Diagnostik durchzuführen. Gibt es denn eindeutige Warnanzeichen, da ist ein Herzinfarkt oder da droht ein Herzinfarkt? Also die klassischen Beschwerden sind die Beschwerden hinter dem Brustbein, Ausstrahlen in den Hals, in den Unterkiefer und in den linken Arm. Allerdings gerade bei Frauen ist es auch häufiger so, dass die Patientinnen auch atypische Beschwerden haben, wie Oberbauchbeschwerden,
Übelkeit. Es gibt auch die sogenannte atypische Angina pectoris, die aber trotzdem auch eine relevante koronare Herzerkrankung mit prognostischen Engstellen darstellen kann. Und das gilt es halt herauszukriegen. Und das kann man letztendlich, wenn Zweifel sind, nur mit bildgebender Diagnostik und letztendlich dann mit der invasiven Katheterdiagnostik. Inwieweit sind die Praxen der niedergelassenen Ärzte in der Lage, solche Untersuchungen schon selbst vorzunehmen? Also wir sind eine, wie man sagt, invasive und nicht invasive Praxis. Das heißt, wir führen die Herzkatheteruntersuchungen und auch die Ballondehnung und Stentimplantation ambulant selber durch. Bei ganz komplexen Eingriffen werden wir die Patienten natürlich stationär einweisen, das ist ganz klar. Aber die diagnostischen Koronarografien und Interventionen, also die PCIs, wie Herr Gradas es dargestellt hat, die führen wir auch ambulant durch. Gibt es vor dem Einsatz eines Katheters Medikamente, mit denen man solche Dinge vielleicht unnötig machen könnte? Sie meinen die Katheteruntersuchung als solche? Also das muss man auch im Einzelfall, das ist immer eine individuelle Entscheidung von Patient zu Patient. Ein Patient, der seit Jahren eine stabile Symptomatik hat, also immer nach 3 Stockwerken Druck auf der Brust hat, den kann man durchaus auch konservativ, das heißt medikamentös, behandeln. Liegt allerdings hier eine Symptomatik vor, die progredient ist, also immer schlimmer wird, er kriegt nach 2 Stockwerken Druck auf der Brust, dann würde ich von weiteren Medikamentierungsversuchen absehen, sondern dann die Herzkatheteruntersuchung durchführen. Prima. Soweit erstmal vielen Dank. Da werden bestimmt sich noch viele Fragen anschließen können. Und jetzt ich habe Ihnen die ganze Zeit den Rücken zugedreht, das war aber nicht unhöflich. Einmal wollte ich auch die Bilder hinter mir sehen und die Medizinmänner hatten mal die Vorfahrt. Jetzt mache ich mit der Dame weiter. Prima, denken ans Mikro. Frau Dagmar Hoffmann ist Mitglied, Mitarbeiterin dieser Selbsthilfegruppe. Schildern Sie uns doch mal ein bisschen die Arbeit der Selbsthilfegruppe, vielleicht wie Sie dazu gekommen sind und auf wen Sie da so treffen. Ja, ich bin bei einer Herzveranstaltung von der Deutschen Herzstiftung, bin ich von dem Herrn Zollner auf diese Herzgruppe, ein bisschen dichter an, auf diese Selbsthilfegruppe aufmerksam gemacht worden. Und bin dann auch mal hingegangen und war eigentlich recht fasziniert von den Erkrankungen, die in dieser Gruppe alle da waren. Und was ich ganz toll fand, trotz allen Problemen waren alle sehr, sehr munter dabei und positiv gestimmt, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, in der Gruppe zu bleiben. Hatten Sie auch Probleme? Ja, ich hatte durch eine Chemotherapie eine schwere Herzinsuffizienz, die sich dann auch im Laufe der Jahre noch verschlechtert hat. Und jetzt treffen Sie sich regelmäßig? Wir treffen uns regelmäßig bei KISS. Haben wir jeden dritten Dienstag im Monat um 17.30 Uhr unser Treffen. Es dauert so circa 2 Stunden. Wir sprechen unsere Problematik durch, dass jeder die Möglichkeit hat, zu reflektieren, wie es ihm die letzten Wochen ergangen ist. Und wenn größere Probleme waren, dass man auf den Einzelnen etwas genauer eingeht. Daraus ergeben sich natürlich auch Themen, die wir genauer wissen möchten. Und versuchen dementsprechend auch für unsere Gruppe dann Referenten zu gewinnen, sodass wir ganz gezielt für unsere Problematik dann auch einen Ansprechpartner haben. Außerdem wird unsere Gruppe auch von einem ortsansässigen Kardiologen begleitet, der uns 1-2 Mal im Jahr zu einer Fragestunde zur Verfügung steht. Vielen Dank. Geben Sie das Mikro doch bitte an Herrn Kote weiter. Auch von der Gruppe mit dem schönen Namen Herz und Seele, dass der Name sagt, es geht nicht nur um die Medizin, sondern der Kopf muss auch mitspielen. Und die positive Ausstrahlung, die Sie hier auf die Bühne bringen, die finde ich ganz toll. Und das hat Sie ja wohl auch beeindruckt, sagten Sie, Frau Hoffmann, als Sie da hingekommen sind. Also nicht ins Eckchen setzen und ruhig mal drüber reden, denn es gibt ja immer wieder Patienten, die sich gar nicht trauen, über ihre Befindlichkeiten zu reden und vieles in sich reinfressen und das für die Seele auch nicht gerade gut. Ne?
Wie haben Sie das erlebt, Herr Kote? Ja, Herr Ochs, Sie haben völlig recht. Es geht nicht nur um die medizinische Behandlung, es ist ein psychisches Problem. Ein Herzinfarkt und spätere OPs und Stents, das bedeutet ein tiefer Einschnitt in die bisherige Lebenssituation. Ängste, Fragen stellen sich und vor allem, wie geht man damit um? Zunächst gilt es, sage ich mal, die Krankheit anzunehmen. Und dass man Fragen hat, ist klar. Und man will ja nicht nur das mit einem Partner erörtern, sondern es ist schon wichtig, mit betroffenen Herzpatienten sich auszutauschen. Wie haben Sie das erfahren? Wie sind Sie damit umgegangen? Oft wird so flapsig vom Bekannten gefragt, wie geht es dir? Meine Antwort ist dann immer am liebsten gut. Meistens geben die Betroffenen sich selbst die Antworten, wollen es nicht wissen. Sondern in so einer Gruppe, in einer Selbsthilfegruppe, da haben alle die gleichen Probleme, kann man offen reden, sich austauschen und das bringt relativ viel. Das Zweite ist, man braucht da Informationen. Und Informationen durch ein Arztgespräch, wie Dagmar ja schon vorgetragen hat, da haben wir die Möglichkeit, ist wichtig. Und die Deutsche Herzstiftung, die hat auch einiges geleistet durch Broschüren und so weiter. Drittens, wie bin ich dazu gekommen, zu der Selbsthilfegruppe? 2000 hatte ich dann ein größeres Problem. Es wurde ein Defibrillator implantiert und der Professor Neusner vom Klinikum hat mir einen Flyer gegeben von einer Selbsthilfegruppe, die war in Münster. Zunächst war ich der Meinung, es ist relativ weit, in Kassel gab es sowas nicht. Und dort habe ich dann einige Vorträge gehört, die mir sehr geholfen haben. Ich habe auch von Ihnen schon Vorträge in Münster gehört, Herr Professor Grathaus. Und das hat dann dazu geführt, dass auch in Kassel sich eine Selbsthilfe gebildet hat. Peter Zeuner von der Herzstiftung war ja Mitbegründer, hat uns unterstützt und unterstützt uns weiter mit Broschüren und Informationen. Und dieser Austausch unter Betroffenen, das bringt relativ viel. Und wir haben Frau Dr. Müller nicht umsonst den Namen gewählt. Herz und Seele, die Kirche ist sehr wichtig und ist künftig auch noch wichtig, dass man sich damit beschäftigt und austauscht. Ich glaube, es sind bei den Mitgliedern, sagen wir mal, bei dieser Altersgruppe doch auch zahlreiche Menschen, die nicht mehr viele Angehörige haben, die mit ihrer Krankheit oft allein da sind und die für die Seele auch ein bisschen Medizin brauchen, Zuwendung. Ja, sicherlich haben wir auch Mitglieder, die allein sind, die kommen immer gern zu uns und werden auch so ein bisschen betüttelt, sage ich mal, und betreut. Und dort fühlen sie sich wohl, dann haben sie die Möglichkeit, die sie vielleicht in der Familie nicht haben und so weiter. Und den Austausch. Wir treffen uns, die Dagmar hat das schon gesagt, jeden dritten Dienstag im Monat bei KISS. Will ich mich auch bedanken bei Frau Janssen und Frau Dr. Müller. Die Stadt unterstützt das. Dort gibt es einen entsprechenden Raum. Und da fühlen wir uns, ich will mal sagen, relativ wohl. Und es entwickelt sich ein richtiges Zusammenhaltsgefühl. Sagen wir mal, ich will den Begriff nicht erwähnen, aber sagen wir am Rande erwähnen. Notgemeinschaft ist vielleicht nicht das Richtige, aber sagen wir, wir mit gleichen Interessen und gleichen Problemen. Das hilft uns. Prima. Darf ich das Mikro mal wieder haben? Herr Dr. Wicke, noch eine Frage. Es gibt ja auch einige Dinge, die Sie den Patienten wahrscheinlich dann begleitend zu einer Behandlung empfehlen. Wie sieht das aus mit so Corona-Sportgruppen? Kann man irgendwas selbst tun mit Training, mit Fitness? Also abhängig vom Gesundheitszustand und abhängig von der Herzschwäche ist natürlich eine körperliche Betätigung wichtig für jeden herzkranken Patienten. Und insofern sind Corona-Sportgruppen auch das, was wir Patienten auch empfehlen, hieran teilzunehmen. Der 35-Jährige, der den ersten Infarkt hat und frühzeitig revaskularisiert wurde, ist vielleicht nicht jetzt der Kandidat, der eine normale Pumpfunktion hinterher hat. Aber je älter die Patienten werden, ist das sicher eine sehr sinnvolle Maßnahme, um auch im körperlichen Bereich sich weiter zu üben und auch die Pumpleistung des Herzens letztendlich auch mit wieder zu stärken. Stichwort Ernährung. Also vom Rauchen will ich jetzt gar nicht reden. Nee, das ist keine gute Idee. Was kann man also es gibt ja diesen allgemeinen Satz mediterrane Kost, was immer das auch bedeutet.
aber zumindest also ist das so die Ernährung, die ein Corona-kranker Patient, wir reden jetzt von Corona-kranken Patienten, ja, einnehmen sollte, um sich halt gesund zu ernähren, klar. Wir werden aber definitiv nicht zum Beispiel die Hypercholesterinämie, also die erhöhten Cholesterinwerte, wenn ein Patient angeboren erhöhte Cholesterinwerte hat, die wird man nicht alleine durch eine Ernährung reduzieren können, sodass sie in einem Bereich sind, wo sie akzeptabel sind, sondern da werden dann auch in den meisten Fällen Medikamente erforderlich sein, um dieses zu senken. Das nordhessische Eisbein steht aber nicht auf der Positivliste, oder? Doch, nein, aber ein Eisbein ist sicherlich auch mal erlaubt. Also es geht ja nicht darum, dass man wie ein Asket leben soll. Das ist natürlich Quatsch. Man muss eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Ernährung, Stichwort mediterran, durchführen. Und wie gesagt, wenn aber ein Patient erhöhte Fettwerte hat, wird er das auch nicht allein durch Ernährung hinbekommen, sondern da werden dann auch Medikamente erforderlich sein. Herr Professor Kratos, noch eine Frage, die reichte mir vorhin einer der Gäste hier schon rein. Er hatte etwas gehört, gelesen, gesehen, ich weiß nicht, von einer Herzhose, eine Behandlung zur Förderung der Durchblutung. Kennen Sie sicherlich, was halten Sie davon? Also das ist ein Forschungsprojekt, was an der Charité in Berlin durchgeführt wird. Im Moment muss man sagen, gibt es da noch, wie wir sagen, keine Evidenz, kein Beweis dafür, dass diese Therapie von dauerhaftem Nutzen ist, sondern das ist eine Therapieform, die gerade erst im Beginn ist. Und da muss man jetzt erstmal abwarten, was Studien sagen. Und das ist letztlich heutzutage in der Medizin ganz wichtig, dass wir all unsere neuen Erkenntnisse, die wir einsetzen, ob das Kathetertechniken sind, wie die Klappen oder dergleichen, überprüfen, ob das tatsächlich von Nutzen ist oder ob das so ein schönes Spielzeug ist. Und im Moment ist die Entwicklung dieser Technologie der Herzhose noch, ich sage jetzt mal, in den Anfangs- und in den Kinderschuhen. Und es gibt derzeit noch keine Studien, die gezeigt haben, dass das von dauerhaftem Vorteil ist im Vergleich zu Placebo, also zu Nichtstun. Und bevor das nicht bewiesen ist, kann man diese Therapie nicht als Standardtherapie empfehlen, sondern das muss erst bewiesen sein durch Studien. Können Sie in zwei Sätzen kurz beschreiben, worum es sich dabei handelt? Letztlich soll bei der Herzhose eine Situation am Herzen hergestellt werden durch Ischämie, die oder durch Blutungsstörung, die hergestellt wird, dass sich am Herzen Umgehungskreisläufe bilden und durch diese Umgehungskreisläufe letztendlich das Herz sich selber hilft, wieder besser durchblutet zu werden. Also mechanisch von außen auf die Durchblutung einwirkend. Genau. Ja, also klar. Ich wollte noch vielleicht was sagen zu den Informationen, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt auch ein Problem, wie gehe ich mit Informationen um? Weiß ich zu viel, beschäftige ich mich zu intensiv damit, rege ich mich auf. Klammer, unnötig. Weiß ich zu wenig, verhalte ich mich falsch. Also es ist relativ schwer und war für mich auch schwer, den Mittelweg zu finden. Ich habe auch die Synthese noch nicht gefunden. Wie geht man damit um? Also Informationen sind wichtig, aber man muss dann genau differenzieren, was nützt einen, was hilft einen. Und das wollte ich noch ergänzen. Ich kriege das Mikro wieder, das bin ich nicht gewöhnt. Ich sage Ihnen das jetzt deswegen, wenn ich zu Ihnen runterkomme und Ihnen das Mikrofon vorhalte, damit Sie Ihre Fragen stellen können, lassen Sie es mir, geben Sie es mir, nehmen Sie es mir nicht aus der Hand, denn das ist das Einzige, was wir noch haben und dann wird das eine einseitige Veranstaltung. So, Sie kriegen gleich Futter von unten, ich komme zu Ihnen runter, ich gucke mal, wer möchte die erste Frage stellen? Gleich hier vorne, ich gehe mal 1, 2, 3, ja? Okay. War der kürzere Weg. Nein, ach so, ich soll... Mein Name ist Dorothea Sauerwein. Ich bin auch herzkrank oder die Ärzte meinen, ich bin herzkrank. Ich will es aber nicht sein. Ich habe selber Corona-Gruppen gegründet und betreut jahrelang. Der Herr Zweiner weiß das. Und ich muss sagen, das Schönste und das Beste ist, wenn die Gruppe Sport macht und sich in der Gruppe wohlfühlt, als wenn ich irgendwo zum Kaffeekränzchen hingehe. Ich muss mich bewegen und der Patient sollte nach Möglichkeit einen Tagesablauf haben, dass er sagt, okay,
ich stehe um 6 oder um 7 oder um 8 auf und ich bis um 11 im Bett liegt und sich auch im Haushalt betätigt oder mein Garten hat Gartenarbeit gemacht. Also ich persönlich stehe jeden Morgen um 6 auf und mache allerdings eine Stunde Mittagspause. Ich bewege mich, ich habe ein Ergometer zu Hause, fahre fast jeden Tag, nicht jeden Tag, 15 Minuten auf diesem Ergometer. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass ich einen Arzt habe, einen Kardiologen, der mich betreut und den habe ich. Das ist der Herr Dr. Wicke jetzt, früher war das die Frau Dr. Salecker. Und da fühle ich mich gut aufgehoben und der hat auch Zeit für mich. Nicht, dass ich jetzt alle dahin renne, dann hat er keine Zeit mehr für mich. Aber ich finde das Vertrauen sehr gut, dass der Patient dieses Vertrauen hat und sagt, ich gehe jetzt zu meinem Arzt, ich habe ein Problem und versuche das mit dem zu besprechen und der mir keine Angst macht. Ja, ich glaube, das war keine Frage, das war ein Statement, Herr Dr. Wege. Was zahlen Sie der Dame? Wir kennen uns schon lange, danke Frau. Sehr schön. Jetzt Sekunde, Sie waren hier dran. Ja, mein Name ist Horst Jäger und ich möchte mal sagen, wir sind, meine Frau und ich sind sehr stark betroffen. Unser Sohn hatte von Geburt an einen leichten Mitralinsuffizienz, erstmalig festgestellt bei einer Mandeloperation im Alter von 8 Jahren. Man hat da gesagt, es wird wohl so sein, dass er das verwächst. Er hat es wohl nicht verwachsen, er hat sich auch jährlich untersuchen lassen, bis man ihm mit 46 Jahren empfohlen hat, eher noch älter wird, diesen Herzklappenfehler reparieren zu lassen. Und man hat ihm auch empfohlen, so wie er uns das gesagt hat, dass das mit eigenem Körpergewebe gemacht werden könne, um danach nicht Makuma nehmen zu müssen. Er könnte also mit eigenem Körpergewebe die Klappe reparieren und auch das Ganze könnte damit minimalinvasiv ausgeführt werden. Er hat sich dafür entschieden. Nach der OP war die Klappe leider undichter als vorher. Es wurde ein Schluckecho gemacht und der Erfolg war, es musste nun noch eine zweite Operation 10 Tage später erfolgen, die er dann nicht mehr überlebt hat. Das heißt also, es ist auch bei der OP ein schwerer Schlaganfall dazugekommen. Meine Frage wäre es nicht vielleicht sinnvoller gewesen, nach so einer Voruntersuchung zu sagen, gleich eine künstliche Klappe. Man hat ihm das, die Reparatur empfohlen. Also aus heutiger Sicht ist, auch wenn das bei Ihrem Sohn tragisch verlaufen ist, nach wie vor die richtige Empfehlung, eine Mitralklappe zu rekonstruieren. Die Mitralklappe ist relativ komplex aufgebaut, weil sie nicht nur die beiden Segel hat, sondern eben auch die daran hängenden Fäden und der Muskel, aber auch den Ring. Und heutzutage kann man diese Klappen sehr, sehr gut mit einem guten langfristigen Erfolg reparieren. Und das sollte man auch machen. Denn das Makuma hat seine Nachteile. Hat man eine Kunstklappe, muss man Makuma nehmen und zwar auch in erheblicher Dosis. Das heißt, das Blut muss sehr dünn gehalten werden, gerade wenn es die Mitralklappe ist. Und Makuma hat ein Blutungsrisiko von 1,2% pro Jahr. Wenn Ihr Sohn 45 Jahre alt war und normal alt geworden wäre, hätte er noch 35 Jahre 40 Jahre Leben vor sich gehabt, mit jedem Jahr ein Risiko von 1,2% zu bluten, und zwar schwere Blutungen zu haben. Das ist auf 30 Jahre ein Risiko von 35% für schwere Blutungskomplikationen. Dazu muss man sagen, dass das Blut grundsätzlich durch eine gut rekonstruierte Klappe besser fließt als durch eine mechanische Klappe. Das heißt, die Flusseigenschaften dieser Klappen, wenn die gut repariert worden sind, sind besser. Von daher ist die Therapie der Wahl, gerade heutzutage, wo wir immer besser werden in dem, was wir machen können, eine Mitralklappenrekonstruktion. Dass das in dem individuellen Fall zur katastrophalen Ausgang geführt hat, tut mir leid, ist aber prinzipiell die richtige Therapie der Wahl. So, jetzt bin ich hier drüben.
Guten Tag, mein Name ist Georg Obitz. Ich habe zwei Fragen. Frage 1, man hört häufig, dass Stents sich wieder zusetzen. Wie groß ist heutzutage die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Frage 1. Frage 2, können Sie uns etwas über die Myokardszintigraphie sagen? Zum ersten Punkt, Instant Restenosen, das ist der Fachbegriff dafür, dass es in den Stents wieder eng wird, war unter der ersten Generation von Stents, die wir seit Anfang der 90er Jahre hatten, die sogenannten rein Metallstents, Bare-Metal-Stents, relativ hoch, lag so bei 20-30%, je nachdem wie groß das Gefäß war, wie lang der Stent war, ob noch ein Diabetes bestand und dergleichen. Heutzutage mit den drittgenerationsbeschichteten Stents liegt die Wahrscheinlichkeit, ich sage jetzt mal ungefähr bei 10-15%, hat also eine deutliche Verbesserung erzielt, ist aber insbesondere bei Diabetikern, dünnen und langen Einengungen das Problem bei den meisten Stents, wo sie es heutzutage einsetzen. Also muss man ehrlicherweise sagen, 5-6% Risiko besteht noch einer Instant-Restenose. Zur zweiten Frage, die Myokardszintigraphie ist eine sehr verbreitete, vor allem in Amerika verbreitete Methode, weil das dort die Kardiologen auch selber anwenden dürfen. Hier müssen das Nuklearmediziner machen, die es sehr viel seltener gibt. Bei dieser Methode wird ihnen ein Medikament gespritzt und dieses Medikament kann in die Herzmuskelzellen aufgenommen werden und ist radioaktiv beladen. Und dadurch kann man sehen, wo das Blut überall hinfließt im Herzen. Und das wird in Ruhe und bei Belastung gemacht. Und bei Belastung, wenn dann irgendwo Herz-Kranz-Gefäß-Einengungen sind, kommt dieses Medikament nicht überall hin aufgrund der Einengung. Und wenn man dann die Bilder vergleicht unter Belastung und unter Ruhe, kann man halt sehen, in welchen Bereichen der Herzmuskel eine Durchblutungsstörung hat oder ob er eine Durchblutungsstörung hat. Und dadurch kann man als nicht-invasives Verfahren, dafür braucht man ja keinen Katheter, sondern es ist letztlich eine Belastungs-EKG-Untersuchung vor einer Kamera, die diese radioaktive Substanz dann erkennen kann, durchführt, ist das ein nicht-invasive Verfahren zur Untersuchung. Hat ein Patient eine koronare Herzerkrankung und wenn ja, wie ausgeprägt ist sie? So, jetzt bin ich ganz hinten angekommen. Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Dörrbaum. Ich bin 54 Jahre und habe im vergangenen Herbst einen sogenannten stummen Infarkt gehabt. Daraufhin, vielleicht können Sie zu dem Begriff Stummeninfarkt noch mal ein Wort verlieren. Daraufhin wurden mir im vergangenen Dezember Stents implantiert. Nach einigen Untersuchungen hat man mein Herz als nicht Bypass operationsfähig eingestuft. In einem sogenannten Heart Team wurde das gemacht. Und wie gesagt, ich habe diese Stents bekommen. Wenn ich das richtig alles so verstanden habe, dann haben wir ja sozusagen drei Hauptgefäße. Ein Gefäß ist durch diesen stummen Infarkt zu 100% verschlossen und bleibt auch verschlossen. Man hat sich dann dazu durchgerungen, sage ich mal, meine beiden anderen Gefäße zu stabilisieren. Und in diversen Untersuchungen hat man festgestellt, dass sich also kollateralen Umgehungskreisläufe für die Herzdurchblutung gebildet haben. Wie groß ist jetzt meine Chance sozusagen auf eine, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, quasi Selbstheilung, die Bildung der Kollateralen, dass ich eine gewisse Stabilität erhalte oder muss ich eigentlich jetzt wie auf einem Pulverfass permanent damit rechnen, dass etwas weiteres passiert? Also verstehe ich es richtig, dass das verschlossene Gefäß einen Infarkt verursacht hat? Ja, das stummer ist so. Infarkt bedeutet ja, dass das Myokardgewebe, das Herzmuskelgewebe abgestorben ist. Und ein stummer Infarkt ist ein Infarkt, den man später durch Diagnostik wie Echo oder EKG zufällig feststellt, den Sie als Patient nicht gemerkt haben. Wenn das Gewebe hinter dem verschlossenen Gefäß abgestorben ist, dann wird es keine prognostische Bedeutung haben, ob sich da Kollateralen bilden oder ob man vielleicht versucht, dieses Gefäß sogar nochmal zu wiedereröffnen, diese CTO, was Herr Professor gerade ausberichtet hat. Sollte aber das Gewebe noch leben, also vital sein, dann muss man sich doch gut überlegen, ob man eventuell einen Versuch, abhängig von der Morphologie, also von dem Aussehen der Herzkranzgefäße, dieses Gefäß doch nochmal wieder zu eröffnen.
Aber stummer Infarkt bedeutet zunächst erstmal abgestorbenes Myokardgewebe, was Sie nicht gemerkt haben, was hinterher zufällig durch andere Untersuchungen festgestellt wurde. Die nächste Frage hier. Ja, Rolf Simon, ich hätte gerne etwas gewusst über den Sinn und Zweck eines Stress-MRT. Das Stress-MRT geht in die gleiche Richtung oder in die ähnliche Richtung wie die Myokard-Szintigraphie, ein nicht-invasives, das heißt ein nicht-katheterbasiertes Verfahren, um Durchblutungsstörungen im Herzmuskelgewebe nachzuweisen. Das geschieht im MRT, also in einer Röhre. Es wird ein Medikament gespritzt, was die Herzkranzgefäße erweitert. Das kann für einen Moment relativ unangenehm sein. Und in dem minder durchbluteten Bereich zeigt sich dann eine also man sieht das auf diesen MRT-Bildern, dass dort dann eine Durchblutungsstörung vorhanden ist. Dies hat eine relativ hohe Sensitivität und Spezifität zum Nachweis von relevanten Durchblutungsstörungen. Eine MRT-Untersuchung, eine Stress-MRT-Untersuchung ist sicherlich eine sinnvolle Untersuchung als nicht-invasive Diagnostik, bevor man einen Katheter macht, in individuellen Fällen, nicht bei jedem. Das muss man im Einzelfall ganz klar diskutieren. So, jetzt sind wir hier direkt hinter der Kamera. Ja, mein Name ist Manfred Frey. Ich habe seit vielen Jahren Vorhofflimmern. Ich hätte gerne mal gewusst, in welchen Fällen ein Verschluss des Vorhofohres empfehlenswert oder notwendig wäre oder ist. Prinzipiell zur Erläuterung ist, dass bei Vorhofflimmern sich Blutgerinnsel im Vorhofohr bilden können und damit das Risiko eines Schlaganfalls besteht. Die Therapie der Wahl grundsätzlich ist eine blutverdünnende Therapie, das heißt heutzutage eins der neuen oralen Blutverdünner, früher das Marcumar. Jetzt gibt es immer wieder Patienten, die unter einer blutverdünnenden Therapie Blutungskomplikationen haben, das heißt sie Blutung im Magen oder im Darmbereich haben und deshalb keine blutverdünnende Therapie erhalten können. Für diese Patienten ist der Verschluss des Vorhofohrs eine sehr, sehr gute Option, weil sie danach keine blutverdünnende Therapie mehr einnehmen müssen. Eine zweite Gruppe, wo die Datenlage dünner ist, sind die Patienten, wie es bei Ihnen zu sein scheint, die individuell sagen, naja, die blutverdünnende Therapie möchte ich nicht unbedingt einnehmen, weil ich noch völlig aktiv im Leben stehe, ich möchte noch Reisen machen, ich möchte noch dieses und jenes unternehmen und das Blutungsrisiko ist mir zu hoch. Und bei diesen Patienten kann man individuell entscheiden zu sagen, okay, ich verschließe dieses Vorhofohr und danach ist das Risiko, einen Schlaganfall zu kriegen, ohne blutverdünnende Therapie genauso groß als ohne diesen Okluder mit einer blutverdünnenden Therapie. So, noch eine? Mein Name ist Schacht. Ich bin 88 Jahre alt und betreibe noch Hobbysport. Ich wurde 2010 am Herzen operiert von Herrn Dr. Wicke und Herrn Professor geradeaus. Bei mir hat Folgendes vorgelegen, es gibt da eine Vorgeschichte. Ich hatte einen Sturz beim Eislauf. Dieser Sturz hat dazu geführt, dass bei mir eine Hirnblutung aufgetreten ist. Diese Hirnblutung hat sich dann wieder beruhigt, ist dann aber bei Belastung wieder aufgetreten. Dann wurde ich erneut ins Krankenhaus eingewiesen. Dort wurde die Blutung behandelt. Da wurde eine Bohrlochtrypanation gemacht. Diese Bohrlochtrypanation ist dann, sagen wir mal, ein Grund gewesen, dass bei mir eine weitere Operation am Herzen nicht durchgeführt werden konnte, bevor nicht die Blutung im Kopf, im Gehirn gestillt war. Dieses hat dazu geführt, dass ich ein Dreivierteljahr etwa auf die Operation des Herzens warten musste. Zwischendurch hat mein Arzt, Internist,
festgestellt, dass bei mir ein Vorhofflimmern vorliegt. Dieses Vorhofflimmern war dann ein Anlass, dass die Behandlung jetzt durch eine Herzkatheteruntersuchung erst vorher abgeklärt werden sollte. Das ist dann unter Herrn Dr. Wicke passiert. Das ist schief gegangen, weil ich eine Kontrastmittelallergie bekommen habe, die sofort medikamentös behandelt werden musste. Das ist dann auch gemacht worden und ich musste anschließend dann die Frage stellen, wie ist jetzt dieser Sturz zustande gekommen? Ist das der Kopf gewesen, der jetzt die Blutung hatte, dass das ein Blackout geworden ist? Oder aber habe ich einen Fehler? Und wie gesagt, daraufhin war dieses Herzkatheter gemacht worden und dann war es nicht möglich, die inneren oder sagen wir die Herzkranzgefäße zu erreichen. Und da wurde mir von Herrn Dr. Wicke vorgeschlagen, wir möchten doch noch mal eine Schichtaufnahme vom Herzen machen als Röntgenaufnahme. Und diese Aufnahme ist dann ausgewertet worden. Und dann hat man festgestellt, dass ich ein Aneurysma hatte, direkt in der Körperhauptschlagader, was zur Folge hatte, dass ich einen Schaden an der Herzklappe hatte. Das musste jetzt in irgendeiner Form behandelt werden. Daraufhin hat mir Herr Dr. Wicke dann gesagt, wie ich gesagt habe, was bleibt mir übrig? Muss ich jetzt auf dem Aneurysma sitzen lassen, bleiben oder soll ich eine Operation durchführen? Und da wurde mir gesagt, ja, Operation, ja, würden wir befürworten. Drauf sitzen bleiben ist ein Pulverfass. Dieses Pulverfass, das kann jederzeit im öffentlichen Verkehr aufbrechen und dann weiß man nicht, wie die Situation zu Ende geht. Was haben Sie nur gemacht? Ich habe auf die Frage, wollen wir operieren, halt gesagt, was bleibt mir anderes übrig? Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt so das belasse, wie es ist, muss ich damit rechnen, dass jederzeit irgendwann unkontrolliert der Bruch kommt. Und da habe ich gesagt, es gibt für mich nur eine Frage. Was kann ich überhaupt noch machen? Und da habe ich gesagt, das kleinste Übel wählen. Das kleinste Übel war die Operation. Das hat mir doch gesagt, stellen Sie sich das nicht so leicht vor. Ich habe keine Garantie, dass die Operation gut geht. Diese Frage, Operation gut, ja oder nein, die wurde dann daraufhin von mir so beantwortet, wie ich gefragt wurde, wollen wir operieren? Da habe ich Herrn Doktor gesagt, welche andere Chance habe ich? Und die Operation ist erfolgt und gut gegangen? Ich sage mal, es ist in 2010 gewesen. Ich bin heute 8 Jahre älter geworden. 6 Jahre älter geworden. Ich wollte gerade sagen, dann altert man nicht schneller. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Vor allen Dingen herzlich. Sie wollten sich sicherlich auch bei Ihrem Operateur bedanken, aber wir müssen mal noch jemand anderen dran nehmen. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Mich ganz herzlich für die Behandlung im Krankenhaus oben bedanken. Und besonders den beiden vortragenden Herren. Wunderbar. Herzlichen Dank für dieses Statement. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Stau. Ich arbeite mich mal hier so vor. Der Herr war zuerst, aber machen wir die Dame zuerst.
Ich habe eine Frage, und zwar bei einer Aortenklappenstenose, die Katheterbehandlung. Ist die in jedem Alter möglich? Wie sind die Erfahrungen? Und wird das auch hier in Kassel durchgeführt? Also fangen wir hintenrum an. Ja, wir machen das in Kassel seit 2010, haben wir auch sehr viel Erfahrung mittlerweile. Initial ist dieses Verfahren gekommen, da hat man, wie das bei neuen Verfahren ist, erst bei inoperablen Patienten durchgeführt oder bei Patienten, die ein sehr hohes Risiko hatten, aufgrund der Begleiterkrankung des Alters das durchzuführen. Heutzutage muss man sagen, in diesem Jahr sind sehr viele Studien veröffentlicht worden, dass das auch bei Patienten mittleren Risikos mindestens genauso gut ist wie die Operation. Sodass letztendlich man, ich sag mal, so eine Pauschale macht. Unter 75 sagt man eigentlich grundsätzlich noch Operation, über 85 grundsätzlich kathetergestützt. Und zwischen 75 und 85 Jahren Alter betrachten wir uns die Begleiterkrankung. Hat der Patient gar keine Begleiterkrankung dabei, würde man eher Richtung Operation tendieren. Hat der Patient aber mehrere Begleiterkrankungen, die die Operation mit mehr Risiko belegt, dann würde man eher zur kathetergestützten Klappenverfahren übergehen. Bitte um Entschuldigung. Ja. Was ist eine mittlere und was ist eine hochgradige? Aortenklappenstenose. Ja. Man sagt grundsätzlich, wenn die Öffnungsfläche der Aortenklappe, die normalerweise, wenn sie gesund ist, so bei 2,5 Quadratzentimeter liegt, unter 1 bzw. unter 0,8 Quadratzentimeter liegt, dann sollte man die Klappe behandeln. So, nun bin ich aber bei Ihnen. Halt's trotzdem. Ich heiße Müller und habe die Frage, was man als Patient tun kann, dass sich die Stents nie, möglichst nicht wieder zusetzen, insbesondere wenn man unter Diabetes 2 leidet. Bei mir ist nämlich nach der Intervention der Blutzucker völlig entgleist und deshalb interessiert mich das. Optimale Diabeteseinstellung, optimale Einstellung der Cholesterinwerte und regelmäßige Einnahme ihrer verordneten Medikamente. Man muss differenzieren bei dem Zugehen des Stents die akute Stentthrombose, sprich ein Herzinfarkt. Das ist ein Gerinnsel, was sich bildet. Das verhindern wir mit den blutplättchenhemmenden Medikamenten, mit Aspirin und den anderen zusätzlichen Medikamenten und dem langsamen Zugehen. Das sind die Prozentzahlen, die Herr Grathaus eben genannt hatte. Und dieses Zugehen können wir letztendlich nur mit optimalem Management des Risikoprofils verhindern. Das können wir nicht mit den Blutplättchenhämmern verhindern. Mit den Blutplättchenhämmern verhindern wir nur das akute Zugehen, die Stentthrombose. Sprich, für Sie wäre wichtig, den Diabetes optimal einzustellen, Ihre Cholesterinwerte, den sogenannten LDL-Wert, das böse Cholesterin, möglichst kleiner 70 Milligramm pro Deziliter einzustellen. Das sind die Dinge, die im Vordergrund stehen dafür. Nun? Mein Name ist Helmut Wacker. Ich habe eine Frage. Wo kann ich mich schützen vor Vorhofflimmern? Vor Vorhofflimmern schützen. Also man weiß, dass viele Hypertoniker, also Patienten mit einem hohen Blutdruck, eher zu Vorhofflimmern neigen. Vorhofflimmern kann als Erkrankung ohne weitere kardiale Erkrankung auftreten, aber Vorhofflimmern kann auch Ausdruck einer kardialen Herzerkrankung, also einer koronaren Herzerkrankung sein. Schützen können Sie sich im Prinzip davor, dass Sie nicht herzkrank werden, dass Sie einen optimalen Blutdruck behalten, dass Sie keinen Herzinfarkt bekommen, keine koronare Herzerkrankung bekommen. Aber auch dann gibt es keine Garantie dafür, weil je älter Menschen werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an Vorhofflimmern zu leiden. Ja, ich hatte eine Verödung der Nerven und nach 4 Wochen hatte ich wieder Vorhofflimmern. Also Sie hatten eine Pulmonalvenenisolation. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rezidiv, also das Wiederauftreten von Vorhofflimmern nach einer Pulmonalvenenisolation auftritt, die ist abhängig natürlich von verschiedenen Parametern, zum Beispiel der Größe des Vorhofs, auch das Alter des Patienten und auch die Form des Vorhofflimmerns. Es gibt ja verschiedene Formen des Vorhofflimmerns, das Anfallsweise, das Dauerhafte. Nun weiß ich nicht genau, was bei Ihnen da im Einzelfall vorlag. Insofern ist das schwierig zu sagen. Aber ein Rezidiv nach einer Pulmonalvenenisolation, ich will jetzt nicht sagen, ist nicht unüblich, aber ist auch nicht so selten. Das machen wir gar nicht in der Praxis. Ach so, ich habe Sie zur Pulmonalvenenisolation ins Klinikum eingewiesen und Sie hatten trotzdem Rezidiv. Dann kann man überlegen, abhängig vom
Leidensdruck, ob man das Ganze nochmal wiederholt. Das muss man sagen. Es gibt einen sogenannten Redo, wie das im Neudeutschen heißt, dass man das Ganze nochmal wiederholt. Wobei man auch klar sagen muss, die Pulmonalvenenisolation, es geht bei Ihnen aber wirklich um Vorhofflimmern, keine andere Rhythmusstörung, um Vorhofflimmern, ja. 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 Entschuldigung, können wir das bitte dann im persönlichen Gespräch klären, weil das Mikro ist schon weg, das ist jetzt hier drüben auf der anderen Straßenseite. Mein Name ist Abel, es ist Folgendes, ich bin Mitglied in der Herzstiftung und ich habe so eine kleine Schrift, da steht Katheterablation drin. Was heißt das? Und ich habe einen Verwandten, der sagt, das hat bei mir nicht viel geholfen. Was ist denn mit der Katheterablation überhaupt los? Die Katheterablation ist das, was gerade auch von dem anderen Patienten angesprochen worden, das ist ein elektrischer Herzkatheter, wo man Rhythmusstörung verödet, entweder durch Hochfrequenzstrom oder durch Kältebehandlung. Und es gibt bestimmte Rhythmusstörungen, die man sehr, sehr gut behandeln kann, also sehr gut abladieren kann, wo die Ablation sehr große Erfolgschancen hat, zum Beispiel das Vorhofflattern. Es gibt aber auch sehr komplexe Rhythmusstörungen, wie eben das Vorhofflimmern in seinen verschiedenen Ausprägungen, wo die Erfolgschance ungefähr bei 65% bloß liegt, dass man mit diesem Verfahren die Rhythmusstörung dauerhaft im Griff bekommen kann. So, hier drüben noch eine Frage. Wer von Ihnen beiden, Sie waren das? Ja, ich habe folgende Frage. Mein Name ist Lose. Ich bin mein ganzes Leben lang sportlich unterwegs. Das heißt, ich habe Radsport getrieben, Rennen gefahren und habe nie Probleme mit dem Herz gehabt. Und bei einer Routineuntersuchung von meinem Hausarzt wurde plötzlich gesagt, oh, das sieht nicht gut aus. Ich bin dann in der Kardiologie dann gelandet und da wurde mir gesagt, ja, das ist auch nicht gut, was bei Ihnen ist. Wir müssen Stents machen. 2-3 Stents sollten gemacht werden nach einer Katheteruntersuchung. Und als der erste Stent gemacht worden war, wurde mir gesagt, wir machen keine weiteren Stents mehr. Ich habe versucht, eine Erklärung dafür zu kriegen, warum keine Stents mehr, aber es wurde abgelehnt, wir machen keine Stents mehr. Ich bin dann durch eine Telefonaktion vom Professor Grad aus, bin ich dann an das Klinikum geraten und über die Information in meinem Alter, also ich wäre, wenn ich Glück habe, wäre ich dieses Jahr 80, machen wir in erster Linie nur noch kathetergestützte Herzklappenreparaturen, sah ich mal. Ich musste dann ins Klinikum zu einer großen Katheteruntersuchung. Was das im Einzelnen war, es hat jedenfalls ziemlich lange gedauert. Und dann ist der Professor Gradaus zu mir gekommen und hat gesagt, wir müssen operieren. Und ich sah, ich denke, in meinem Alter wird nicht mehr operiert. Er sagt, ich habe entschieden, bei Ihrer gesundheitlichen Konstellation ist eine Operation besser. Und ich muss auch heute nochmal Danke sagen, das war eine sehr gute Entscheidung. Und ich fühle mich auch heute wieder, ich habe vorher nichts am Herzen gemerkt, merke heute nichts. Meine Frage geht jetzt dahin, meine sportlichen Tätigkeiten möchte ich trotz meines Alters noch nicht einstellen. Ich fühle mich gut dabei und möchte mal die Meinung hören, ob ich ohne nur dauernd zum Arzt zu müssen und untersucht werden zu müssen, von mir aus, wenn ich mich wohlfühle, dabei weiterhin meinen Sport nachgehen kann. Dankeschön. Wer sagt jetzt ja? Ja, also prinzipiell ja. Also jeder, der am Herzen in dieser Form behandelt worden ist wie Sie, sollte regelmäßig, sprich mindestens einmal im Jahr, wenn nicht zweimal im Jahr, sich beim Herzspezialisten, sprich beim niedergelassenen Kardiologen vorstellen, um das Ergebnis der Operation und um die Beschwerden mittels nicht-invasiver Verfahren, EKG und Ultraschall mit weiter zu begleiten und zu beurteilen. Aber grundsätzlich sind wir für Sport. Das Einzige, was nicht gut ist, ist unbedingt kompetitiver, also Wettkampfsport. Da sollte man, wenn man herzerkrankt ist, von Abstand nehmen. Okay. Mein Name ist Rode.
Bei mir wurde vor einigen Wochen Vorhofflimmern festgestellt und daraufhin wurde mir Xarelto 2,5 Milligramm verordnet und zwar 4 Monate lang. Meine Frage ist, warum muss man das jetzt so lange ausdehnen, bevor man sagt, Sie können davon ablassen oder Sie müssen es weiternehmen. Also weiternehmen müsste ich es, so wurde mir gesagt von dem Kardiologen, wenn das wieder auftritt. Aber wer weiß denn, ob das in den 4 Monaten zwischendurch nochmal aufgetreten ist oder nicht. Das erste Auftreten habe ich selbst gemerkt. Das heißt, ich hatte im Ruhezustand 135 Puls und Blutdruck ließ ich nicht messen. Meine Frage also, warum 4 Monate und nicht vorher irgendeine andere Untersuchung, die vielleicht das verkürzt oder aber auf Dauer weiter einbehalten werden muss? Dankeschön. Das ist eine der schwierigsten Fragen, die man so ungefähr stellen kann. Also grundsätzlich muss man sagen, ist es so, dass Patienten, die einmal Vorhofflimmern hatten in ihrem Alter, dauerhaft als Vorhofflimmerpatienten zu gelten haben. Das heißt eine dauerhafte Blutverdünnung. Warum? Weil sehr viele Patienten das Vorhofflimmern nicht spüren. Wir wissen, dass ungefähr 70% der Patienten Vorhofflimmer-Episoden nicht spüren. Und ob man das Vorhofflimmern spürt oder nicht spürt, beide Formen von Vorhofflimmern können zu einem Schlaganfall führen. Und deshalb sollte eine blutverdünnende Therapie durchgeführt werden. Das gibt Möglichkeiten, zum Beispiel durch Einbau so kleiner Langzeit-EKGs zu überprüfen, ob sie wieder Vorhofflimmern haben oder man gibt ihnen die erst mit. Letztliche Sicherheit gibt es aber nur, wenn man so ein dauereingebautes Langzeit-EKG hat, ob man wieder zwischendurch Vorhofflimmern hat. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, das kann nur speichern, was in der Vergangenheit ist und nicht, was in der Zukunft ist. Das heißt, Patienten, die einmal Vorhofflimmern anhaltend gehabt haben, die über 65 sind, die vielleicht noch begleitende Risikofaktoren haben, sollten eigentlich dauerhaft blutverdünnend behandelt werden. In der ersten Reihe haben wir angefangen, jetzt bin ich dazu. Entschuldigung, wenn ich noch einmal, Sie sagten Xarelto, Herr Dr. Wicke hat mich gerade darauf hingewiesen, 2,5 Milligramm, das könnte eigentlich nicht sein. Xarelto nimmt man entweder in 20 oder in 15 Milligramm. Also 2,5, das wird dann eher Apixaban sein. 15, ja, das passt. Gut, haben wir auch das geklärt. Mein Name ist Lydia Wicker und ich habe schon lange Vorhofflimmern und habe auch noch nie etwas gemerkt. Da kommt einmal ein Flattern und einmal ein Flimmern. Jetzt hat man mir seit 1,5 Jahren einen Eventrekorder eingesetzt und hat auch noch nichts rausgefunden. Ich sage, kann ich keinen Schritt mehr bekommen? Nein, wir wissen nicht, woher das kommt. Und das soll jetzt damit ein bisschen getestet werden. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Aber ich nehme Pradaxa und seitdem ich das nehme, ist mein Blutdruck auch runter und mein Puls zumindest etwas höher. Der war immer nur 49. Und seitdem der jetzt auf 60 kommt, fühle ich mich wohler. Aber jetzt mache ich seit 1,5 Jahr einen Test selbst mit mir, wenn ich etwas Extremes gemacht habe, schreibe ich mir auch also ein Tagebuch. Und das wird im November jetzt getestet, ob dabei etwas rauskommt. Also das Tagebuch ist dann quasi die Kontrolle des Eventrekorders. Sehe ich das richtig? Letztlich eine Korrelation zwischen dem, was der Eventrekorder aufgezeichnet hat und den Beschwerden des Patienten. Denn es geht ja im Wesentlichen darum, die Beschwerden des Patienten in diesem Fall zu behandeln. Und wenn das miteinander gut korreliert, dann kann man daraus Konsequenzen ziehen. Aber wenn zum Beispiel der Patient, ich sage jetzt mal am Mittwoch, Beschwerden hatte, aber der Eventrekorder ein Rhythmusereignis am Donnerstag aufgezeichnet hat, dann wissen wir, dass das miteinander nichts zu tun hat. Ja, der Eventrekorder, wie muss ich mir das vorstellen? Was zeichnet der auf? Der Eventrekorder ist eben dieses angesprochene Langzeit-EKG, was man einbauen kann. Das ist, ich sage jetzt mal, wie so ein Chip, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, wie man die Hunde chippt. Das ist also etwas, was man unter die Haut schießen kann oder drücken kann. Und dieser ist ein Langzeit-EKG, was permanent den Rhythmus speichert. Und wenn irgendeine Rhythmusstörung auftritt, dann speichert die und legt die ab. Und dann kann man dieses Gerät letztlich abfragen und dann feststellen, was für Rhythmusstörungen in der Zwischenzeit aufgetreten sind. Wie lange darf ich den drin behalten? Das gibt verschiedene Modelle. Es gibt welche, die halten 1,5 Jahre, es gibt welche, die halten 2,5 Jahre. Das kommt ganz individuell drauf an.
Ja. Mein Name ist Hannelore Schörling. Ich habe eine Frage und zwar zum Aneurysma. Muss man das operieren oder kann man auch so damit leben? Aneurysmata gibt es ganz, ganz viele. Das hängt davon ab, wie groß das ist, wo es sitzt, was für eine Dynamik in der Größenentwicklung ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren. Das kann man pauschal nicht so beantworten. Also man sagte mir, also wie gesagt, es sitzt am Herzen. Und es wird also jedes halbe Jahr beobachtet, ob es sich verändert und so weiter. Und wenn nicht, wird also nichts gemacht. Ist richtig. Wenn das die Herzkammer betrifft, haben Sie einen Herzinfarkt durchgemacht? Oder ist das Nein. Ist das ein Aneurysma der Körperschlagader? Ist so festgestellt worden nur. Ist das ein Aneurysma der Körperschlagader oder des Herzens selber? Des Herzens, ja. Denke ich mir jetzt. Man sagte mir nur, ja, da ist ein Aneurysma am Herzen, aber das wäre nicht so schlimm. Das beobachtet man halt jedes halbe Jahr und dann ist es in Ordnung. Also das müsste man schon genau wissen, wo das sitzt und wie groß das ist. Und danach kann man letztlich entscheiden, wie man das behandelt. Aber grundsätzlich ist es so, wenn die nicht keine Größenzunahme zeigen und auch eine gewisse Größe nicht überschritten haben, dass das konservative Behandeln der richtige Weg ist. So, für eine Frage hätte ich noch Zeit. Da ganz hinten, na klar, das war mir doch klar. Ich bin schneller. Ja, ich habe ein bisschen gezögert, ob ich die Frage hier stellen soll, aber ich möchte es doch tun. Meine Frage zielt auf die Prävention von Arterienverkalkung. Und bei meinem Mann ist nämlich eine gewisse Arterienverkalkung festgestellt worden. Ich habe auch sehr viel recherchiert, unter anderem auch über die Rolle von Vitamin K2, also die Form NK4. Und wenn ich richtig verstanden habe, es gibt Rattenversuche, die schon belegen können, dass Vitamin K2 eine sehr positive Wirkung haben könnte, um die Verkalkung zu stoppen, also nicht rückgängig zu machen, sondern zu verstoppen. Was ist Ihnen bekannt? Können Sie vielleicht dazu was sagen? Dankeschön. Grundsätzlich muss man sagen, dass wir heutzutage sehr viele bewiesene Möglichkeiten haben, um auf den Progress und die Zunahme von Verkalkung an den Gefäßen einzuwirken. Das Wichtigste ist wirklich die cholesterinsenkende Therapie mit Statin, gegebenenfalls kombiniert mit Ezetimibe. Andere Faktoren sind eine gute Einstellung des Blutzuckers, wenn einer Blutzucker erkrankt ist, ansonsten die Testung, ob einer einen unterschwelligen Diabetes hat und die sehr gute Einstellung des Blutdruckes. Bei den meisten Patienten müssen wir ehrlicherweise sagen, ist es so, dass die konventionellen, die von mir jetzt aufgezählten Faktoren nicht gut kontrolliert sind und es daher zu einem Progress kommt oder eine gewisse Veranlagung auch dazu besteht. Bevor ich mich jetzt auf Therapien einlasse, die noch nicht in großen Studien validiert sind, schon gar nicht nachgewiesen haben, dass sie eine Sterblichkeitsreduktion erweisen, würde ich definitiv eine ganz konsequente Therapie mit den bewiesenen Methoden durchführen, ehe ich mich auf neuere Therapieverfahren einlasse. In der modernen Medizin muss man ganz klar sagen, müssen wir erst immer über Studien beweisen, und das ist ganz wichtig und auch richtig so, dass eine Therapie Vorteile bietet. Und der wichtigste Punkt ist eben Überlebensvorteil oder Reduktion von harten Endpunkten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und solange das nicht stattgefunden hat, wirklich ganz konsequente Therapie der konventionellen Maßnahmen. Wie Herr Dr. Wicke schon sagte, das LDL muss unter 70 sein, 70 Milligramm pro Deziliter. Und solange das nicht erzielt ist, würde ich alle weiteren neueren Verfahren, die noch keinen Beweis erbracht haben, zurückstellen. Ja, wunderbar. Liebe Besucherinnen und Besucher, Sie waren ein tolles Publikum. Es waren viele, viele interessante Fragen hier. Ich hoffe, wir konnten alle beantworten, auch die nicht gestellten, weil jemand sagt, genau das wollte ich auch fragen. Wir sind am Ende der heutigen Veranstaltung, aber natürlich nicht am Ende von Gesundheit im Gespräch. Die Sommerpause ist rum. Jetzt geht es weiter im nächsten Monat, die nächste Veranstaltung. Sie können das Ganze im Internet sehen ab Freitagabend und am Dienstagabend im offenen Kanal. Den gibt es ja jetzt auch über Satellit und über Internet und überall. Schauen Sie ruhig noch mal rein. Ich bedanke mich bei Frau Hoffmann und bei unseren Herren im Hintergrund. Ich fand die Experten sehr, sehr informativ und auch
einigermaßen klar im Ausdruck. Bei manchem Ausdruck habe ich gesagt, den möchte ich nicht wiederholen müssen. Das war mir zu schwierig. Aber die Betroffenen kennen, sie wissen, worum es gegangen ist. Nochmals herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und munter. Dankeschön. Applaus